Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Reaktion auf meinen letzten Podcast gab es sehr viele Rückmeldungen. Die Frage ist, warum wir denn nicht zurück zu Präsenzveranstaltungen gehen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, in diesem Semester die Hörsäle für Veranstaltungen zu öffnen. Dies liegt zum einen daran, dass wir die Räume benötigen, um über 800 Prüfungen noch an unserer FAU abzuwickeln. Und aufgrund der Hygienerichtlinien ist der Raumbedarf für einzelne Präsenzprüfungen immens. Zum anderen muss uns auch klar sein, viele unserer Studierenden wohnen nicht in der Metropolregion oder können als internationale Studierende gar nicht nach Deutschland einreisen. Für diese müssen wir die Studierbarkeit unserer Studiengänge sicherstellen. Und aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, in diesem Sommersemester alles im Online-Betrieb zu lassen. Es gibt ja auch ein paar Ausnahmen. Beispielsweise erlauben wir Laborarbeiten. Veranstaltungen im Sportbereich sind zulässig und auch einige Praktika können an unserer FAU unter Einhaltung der Hygienerichtlinien durchgeführt werden. Es ist mir aber auch wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass nach der Vorlesungszeit der Weg freigemacht wurde. Blockveranstaltungen mit wenigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Präsenzform in Räumen unserer Universität abzuhalten. Dabei ist wichtig, dass die Hygienerichtlinien eingehalten werden und bei der Raumplanung Prüfungen ganz klar eine höhere Priorität haben. In der Zwischenzeit sehen wir auch den Semesterbeginn für das Wintersemester etwas klarer. Start ist für alle Erstsemester der 2.11. Für die Studiengänge, die an ein Medizinstaatsexamen gekoppelt sind, das ist also die Humanmedizin und die Zahnmedizin, beginnen die höheren Semester bereits am 12.10. und alle anderen Studiengänge starten ihr Vorlesungsangebot auch in den höheren Semestern am 2.11. Bitte verfolgen Sie aufmerksam unsere Corona-Seiten. Dort finden Sie tagesaktuell die für Sie notwendigen Informationen. Ich erlaube mir auch noch auf eine aktuelle FAU-Studierendenumfrage hinzuweisen, die noch bis zum 2. August läuft. Wir haben eine Umfrageaktion gestartet, um zu verstehen, wie das Corona-Semester bei unseren Studierenden angekommen ist, was wir daraus lernen können und vor allem, was wir zukünftig bei Online-Veranstaltungen verbessern müssen. Den Link zum Fragebogen finden Sie unten im Kommentar angegeben. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich betonen, die Friedrich-Alexander-Universität, unsere FAU, ist eine Präsenzuniversität und wird dies auch in Zukunft bleiben. Dafür setzt sich nicht nur die Universitätsleitung ein, sondern auch alle Lehrenden an unserer FAU. Im Moment gehen wir davon aus, dass im Wintersemester Präsenzveranstaltungen eingeschränkt möglich sein werden und wir eine Art Hybrid-Vorlesungsbetrieb aufnehmen mit einer Online-Komponente, die gerade für die größeren Vorlesungsveranstaltungen mit vielen hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern notwendig sein wird. So, und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz über das Wetter am kommenden Wochenende sprechen. Morgen wäre der Termin für unser Schlossgartenfest gewesen, das wir vor einiger Zeit bereits abgesagt haben. Der Wettergott hat diese Entscheidung anscheinend nicht mitbekommen und wie immer sich für ein sehr instabiles Wetter morgen entschieden. Es sind Gewitter angesagt und offen gesagt sind wir in der Universitätsleitung ganz froh, dass wir die Entscheidung eben nicht treffen müssen, ob morgen das Wetter hält oder nicht. So, nun wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende, alles Gute und bleiben Sie gesund.